Sie sind im Moment eine sehr crazy Saison, kann man sagen, bei Sion. Noch 0-2 in der Lage, in Aarau trotzdem den Klassenerhalt geschafft mit Sion. Wie war das für Sie? Am Anfang der Saison konnten Sie ja nicht spielen. Ja, war eine turbulente Saison. Deswegen habe ich im Endeffekt auch eine andere sportliche Direktion jetzt gewählt. In FCC habe ich trotzdem schöne Sachen erlebt mit dem Europacup und leider wurde uns das verwehrt, weiter in diesem Wettbewerb zu spielen. Wenn man sieht, was die Mannschaft auch dieses Jahr geleistet hat, eine zweite oder dritte Position und finden uns heute im zweiten Barragenrückspiel und das ist schon kurios. Aber im Endeffekt war wichtig, dass der Verein FCC und nächstes Jahr in der Super League weiterspielt. Sie wurden am Schluss reingewechselt, jetzt im Rückspiel konnten den Vorsprung noch halten. Wie wichtig ist jetzt dieser Erfolg, also dieser Klassenerhalt in Ihrer persönlichen Karriere bis jetzt? Das ist sehr wichtig. Ich denke, für jeden Spieler gibt es Höhen und Tiefen im Fußball. Ich denke mal, die Saison entspricht nicht jetzt das Bild, was wir heute gesehen haben in den Barragen, aber im Endeffekt mussten wir dort durch. Wir haben die Oberhand behalten und sind auch glücklich, dass der Verein nächstes Jahr in der Super League bleibt. Was wollen Sie in der Saison gegen Sion unter anderem mit dem FC St. Gallen erreichen? Das werden wir an diesem Tag besprechen mit dem Trainer und mit der Mannschaft, was wir vorhaben gegen FC Sion. Klar ist, jedes Spiel, was wir bestreiten wollen, wollen wir das gewinnen, aber Sion hat auch ihre Qualitäten und das sehen wir in ein paar Monaten, wenn es gegen Sion geht. Also, herzliche Gratulation. Danke.